So, Arena Runde 3. Die erste hatte ich ja gar nicht aufgenommen. Die zweite war dann eine dramatische Niederlage. Kann es ja jetzt eigentlich nur noch besser werden. Vielleicht kriege ich jetzt Abwechslung mal jetzt so einen Schwächling-Gegner. Mal sehen, was der Draht rollt. Ja. Er macht spannend. Sehr spannend. Da leckt's. Und der würdige Gegner. Verdammt. Also einen Anfänger hätte ich jetzt ja auch genommen. Lexa gegen Aber man kriegt ja Jaina. nicht immer das, was man will. Ne? Man Erste muss ja mit Runde. dem arbeiten, Lass was die da Jagd ist. beginnen. Den bereue ich tatsächlich im Nachhinein, dass ich ihn in den Stack getan habe. Da sagte jemand, der wäre so gut, aber für 7 Mana dann doch nicht so der Knaller. In dem Deck hat man es eigentlich, kommt man eigentlich gar nicht dazu, das auszuspielen. Oh, das ist aber schön. Ich spiele mir jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Dann können wir nämlich vielleicht noch was machen. Dann knallt ihn ja sowieso ab. Fällt mir gerade ein. Ist ja. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Ist ungünstig. War jetzt doof. Wenn ich den ausspiele, stirbt der. Habe ich dann nichts von. Der bringt mir auch nichts. Dann schießen wir drauf. Nächste Runde können wir dann wenigstens. Ja, gut, die beiden ist halt dann. Vielleicht kann er sich dann nicht entscheiden und bringt einfach alle um. Wäre natürlich auch eine Option. Ja. Irgendwas müssen wir jetzt legen, sonst wird es irgendwie auch blöde. Erst ein bisschen was zu beißen. Das Ich war's. kriege eine Karte. Ja, das ist doch super. Das ist immer dieses: hättest du dann noch eine Runde gewartet, hättest du genau die Karte gekriegt, hättest du das alles sparen können. Man müsste das immer rückwärts wissen. Ja, dann damit. Mal schauen. Das Doofe ist natürlich diese blöde Heldenfähigkeit. Damit kann ich meinen ganzen Kleinkram hier nicht so wirklich ausspielen. Ja, der ist natürlich schön. Den kannst du mal spielen. Was machen wir ansonsten? Wenn ich 6 habe, kann ich natürlich, dann machen wir doch mal den. Gleich, wenn ich 6 habe, kann ich nämlich meinen Vogel gleich mal so ein bisschen größer machen. Stoppt da wenigstens nicht direkt. Was ich dann ach mache, schauen wir mal. Ich habe die besten Angebote weit und Das ist ja breit. auch einer von den Karten, die ich für völlig übertrieben halte. Gerade in so einem Magier-Deck ziehen die sich ja dumm und dämlich. Deswegen bin ich auch dafür, den gleich mal zu entsorgen. Erst die Runde aus. Ich weiß nicht so genau wie, aber was weg muss, muss weg. Ich habe ja noch mehr von den Vögeln, daran soll es nicht scheitern. Das war's. Ein Wildtier hätte ich sowieso gerade nicht gehabt, dann wäre das auch egal gewesen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Eine der schönen Karten, wenn man sonst nichts hat. Obwohl, das ist ja auch ein Wildtier, ne? Das könnte man ja theoretisch sogar noch mal spielen. Überlegen wir doch mal. Also, wenn ich den. Lass die Runde. Spannende Frage, muss ich den tot machen? Wahrscheinlich würde er den selber tot machen, wollte das gar nicht machen. Aber den würde ich natürlich auch noch gern spielen. Was man so alles gerne wollte. Ne? Es ist. Ah, erstmal Lass den. die Kann er sich Schmerzen ein bisschen. nachklingen. Ein bisschen selber schnitzen, dann Was? ist er auch glücklich und gibt mehr Karten. Das Ärgerliche bei dem ist natürlich jetzt, dass der Magier selten mit so vielen Kreaturen spielt. Klarer Abräumer.
Ja, haben wir nochmal den gleich mal wieder vorliegen. Schießen wir nochmal. Dann hoffen wir mal, dass jetzt nicht allzu viel Blödsinn kommt. Der ist ja so ein super Abräumer. Den kann man immer hinlegen, wenn einem sowieso alles anstinkt. Ist natürlich nicht so der Brüller, wenn man selber ganz viele kleine Karten draußen hat. Die Wahrheit ist mein Schild. Ja, immer schön raus die Karten. Ach, den hatte ich vorhin auch im Draft, aber habe ich nicht genommen. So. Den können wir auf 6 runterkriegen, dann können wir noch was für 3 spielen. Ne? Ich bin ein Morgenmuffel. Zap. Ich habe keine Lust, den anzugreifen. Bringt ja auch nichts. Der wäre ja nur tot und dafür ist das Gottesschild weg, dann lassen wir den noch den Angriff lieber machen. Ansonsten stirbt ja irgendwas anderes, das wollen wir ja auch nicht. Gottesschild können wir dann gleich schön mit so einem Wichtel wegräumen, den braucht ja eh keiner. Oder man macht es einfach selber. Das geht ja auch, ne? Ich habe die besten Angebote weit und breit. Könnt schwören, hey, eben schon mal kaputt gemacht. Ach, der kriegt Plus, das ist ja auch unglücklich. Ja, jetzt vielleicht doch mal die Monstrosität, man weiß es nicht. Überlegen, den würden wir noch gerne loswerden. Da würde er jetzt den Auktionator gegen schicken, wenn der gleich noch steht. Und dann wollen wir ja nicht. Wir müssen sowieso 2 macht er. Ja, das heißt, die geht dann auf 1 runter. Ich frage mich, ob. Alles nicht so, wie ich das gewollt hätte. Komm hier, stups, Teddy. Kannst du auch noch mal eine Runde irgendwo gegenrennen. Damit müsste ich ihn ja auch irgendwie tot kriegen, vielleicht, möglicherweise. Muss noch ein bisschen rauszögern. Das Schöne an uns der Monstrosität ist immer, dass die Leute dann so lange nachdenken, weil sie nicht genau wissen, was sie jetzt machen sollen. Ist aber auch zugegeben eine ziemlich Ich gemeine frage Karte. mich, ob. So, war ich ja schon wieder. Bin ich, wenn man hier gerade so schön am Lesen ist. Ich war schon überlegen, warum ich meinen Wichtel denn noch nicht gekriegt. Ach komm. Sonst hast du ja nichts, ne? Außer den scheiß Flammenstoß. Ajay, der schon wieder. Den scheint auch irgendwie jeder außer mir zu ziehen. Dazu und nochmal schnell schießen. Gucken, wen es trifft. Immer den armen Jäger. Tja, den muss er jetzt hier irgendwie abräumen. Damit kriegt er es nicht. Sein, er schießt nochmal hinterher. Oder er hat natürlich noch einen Feuerball auf der Hand. Dann würde er den einfach wegputzen. Und dann hätte sie Stett. Ich frage mich, ob. Ja, das ist eine schwere Entscheidung. Wenn man so 5 Feuerbälle auf der Hand hat, sich nie entscheiden kann, das ist schon hart als Magier. Oh, dafür hat Blizzard, glaube ich, dieses Environment hier eingebaut. Wenn die Jungs mal wieder über die einfachsten Züge 3 Stunden nachdenken müssen. Ja, was macht er jetzt? Oh, also. Unglücklich. Hätte auch liegen lassen können und mich hauen können. Ich hätte den Spotter ja sowieso erst anrempeln müssen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ja, bei mir sieht es aber auch nicht mehr so prickelnd aus. Gut, wenn sonst nichts mehr hilft, hilft verzweifeln. Alles raus, gucken, was er draus macht. Vielleicht macht er ja noch einen Fehler. Vielleicht hat er auch einfach Glück. Oh, gut, Glück. 66% Chance. Ist Glück. Ja, kann man so sagen. Also, das hat jetzt nichts mit gut spielen zu tun. Es war einfach Glück, dass er jetzt genau den getroffen hat. Oh.
Da steht ja im Kartentext extra drauf, man muss hämisch lachen, wenn man diesen Pyroschlag spielt. Ich denke, das wird er auch gemacht haben. Zweite Niederlage.